Tag auch, der Podcast der Caritas Dortmund. Tag auch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Henning Schreiber. Man hat sie in Dortmund vielleicht schon mal gesehen, in Huckade, in Appelbeck oder in irgendeinem anderen Stadtteil und sich gefragt, was das eigentlich ist. Eine Plauderbank. Eine Bank, auf die man sich setzen kann, auf der man plaudern kann. Womöglich auch noch mit einem Menschen, den man gar nicht kennt? Geht das in Westfalen überhaupt? Ja, das geht. Das behaupten zumindest Silke Freudenau von der Diakonie in Dortmund und Benedikt Gillig von der Caritas Dortmund, die Plauderbänke gemeinsam mit ihren Kolleginnen im Rahmen des Projekts Begegnung vor Ort initiiert haben. Ja, vielleicht fangen wir einfach mal ganz kurz damit an, dass Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Silke Freudenau, ich bin Mitarbeiterin des Diakonischen Werks und für Begegnung vor Ort im Stadtbezirk Mengede tätig. Mein Name ist Benedikt Gillig, ich bin Mitarbeiter bei der Caritas und bin für Begegnung vor Ort im Stadtbezirk Huckade zuständig. Wir wollen heute über das Thema Plauderbänke plaudern bzw. sprechen. Was ist denn so eine Plauderbank? Eine Plauderbank ist im Grunde einfach nur ein kleiner Begegnungsort, den man flexibel im Stadtteil aufstellen kann, den man aber auch fest im Stadtteil finden kann. Und das ist eine ganz niederschwellige Möglichkeit, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Wie sieht denn so eine Bank aus? Also die Hörerinnen und Hörer, die können die ja jetzt gerade nicht sehen. Kann man die mal kurz beschreiben? Ja, eine Plauderbank, das kann eine bestehende Bank sein, die jemandem gehört und der vielleicht bereit ist, sie umzugestalten. Weil die von uns in Dortmund entwickelten Plauderbänke, die sind fjordblau mit einem orangenen Schriftzug Plauderbank. Das kann man direkt auf die Bank aufbringen oder auch ein Schild entsprechend anbringen an einer feststehenden Bank. Und es gibt mobile Plauderbänke. Das sind kleine Bierzeltbänke mit Rückenlehne, ganz wichtig, weil das soll ja für Senioren bequem sein. Die sind entsprechend gestaltet nach unserem Design und die können wir mitbringen, wohin auch immer. Das bedeutet, dass wenn ich keine eigene Bank habe, die ich zu einer Plauderbank machen könnte, könnte ich mir hier auch eine Bank ausleihen. Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Also wir haben häufig die Bänke selber auch im Gepäck, dass wenn wir bei öffentlichen Veranstaltungen sind, dass wir diese Bänke mitbringen. Aber Kolleginnen und Kollegen von uns machen das auch so, dass sie die Bänke zum Verleihen anbieten. Also dass Ehrenamtliche zu bestimmten Zeiten hinkommen, sich eine Bank ausleihen können, die dann mitnehmen und im Park oder auf einem Marktplatz aufstellen und so dann mit der Plauderbank mit den Leuten dann ins Gespräch kommen. Woher kam denn die Idee oder wie kam es denn dazu, dass hier in Dortmund bei Begegnung vor Ort diese Plauderbänke eingerichtet wurden? Ja, Begegnung vor Ort gibt es ja seit 2020 und zwar in jedem Stadtbezirk in Dortmund gibt es einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin von allen Sozialverbänden, jeweils eine Person. Und wir haben uns getroffen, das war natürlich pünktlich zu Corona, haben wir uns getroffen und überlegt, so was gibt es für Begegnungsformate und welche gibt es nicht? Und jetzt in Corona, was ist überhaupt möglich? Und dann sind wir ganz schnell auf die Idee gekommen, es muss was draußen stattfinden. Ja, und dann hat Herr Gillig und ich, wir sind gleichzeitig auf die Idee gekommen, das könnte doch eine Bank sein. Und dann hat es nicht lange gedauert, dann waren wir bei dem Begriff Plauderbank. Für wen sind denn diese Plauderbänke gedacht? Da gibt es natürlich überhaupt gar keine spezifische Zielgruppe. Also das kann für jedermann, jede Frau sein. Natürlich, Begegnung vor Ort hat natürlich was mit der offenen Seniorenarbeit zu tun. Das ist unser ursprünglicher Auftrag, die Seniorenarbeit in den Stadtbezirken zu unterstützen. Also war dann am Anfang der Gedanke, in Corona-Zeiten, wie kann man Leute zusammenbringen? Und die Bänke sind dann einfach das Medium dazu, die man irgendwo aufstellt, wenn man zu zweit da ist, also ein Mitarbeiter und dann jemand, der ein bisschen plaudern möchte, schauen wir natürlich nicht aufs Alter. Daher sind die Bänke wirklich altersunabhängig, auch wer da dazukommen möchte, da gibt es überhaupt keine Zielgruppe in dem Sinne. Und wie wird sowas angenommen? Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich, wenn irgendwo eine Bank steht und
da steht jetzt Plauderbank dran, da sitzen wir ja nicht immer drauf und können gar nicht nachvollziehen, wie oft setzt sich am Tag jemand drauf oder wie oft unterhalten sich da Menschen. Aber ich kann sagen, wenn ich die mobilen Plauderbänke dabei habe bei einem Nachbarschaftsfest oder einem Straßenfest, da dauert das nie lange, weil die sehr einladend wirken. Da kommt in kürzester Zeit, kommt jemand, findet die toll, setzt sich und zack ist man im Gespräch. Also das heißt, man kann da mit ihnen plaudern, aber man kann auch mit allen möglichen anderen Leuten plaudern, wenn die irgendwo stehen. Ja, also wenn mehrere Bänke stehen, dann wie Frau Freudenau das jetzt gerade schon sagte, dann finden sich einfach die Gesprächspartner, dann sitzt der Erste da drauf. Ich glaube, der Untertitel unseres Konzepts war auch, was gibt's Neues, setz dich, erzähl mir was. In diesem Sinne, dass sich da Leute dann einfach von alleine finden. Aber wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die extra Leute dazu einladen, dass man sagt, okay, die Kollegin in Aplerbeck, die Frau Schwen, die macht das zum Beispiel gerade immer am ersten Markttag des Monats, wird eine Bank aufgestellt und es wird immer ein Gesprächspartner dazu eingeladen. Sie hatte jetzt vor kurzem die Wohnungsberatung da, die dann als Gesprächspartner da waren. Und innerhalb von 2 Stunden Marktzeit, hat sie mir erzählt, wären es 50 Gespräche gewesen, die da geführt wurden, weil einfach interessierte Leute, Thema Wohnberatung, barrierefreies Wohnen, ist natürlich für Seniorinnen und Senioren von großem Interesse, dass man dann einfach ins Gespräch kommt mit den Leuten von der Wohnungsberatung, aber dann auch Frau Schwen ein bisschen was über Begegnung vor Ort erzählen kann, ein bisschen was über Begegnungsangebote erzählen kann. Und so hat man dann mit so einer Bank einfach ganz schnell einen riesengroßen Mehrwert. Und das ist, ja, wie man so schön sagt, wirklich ein sehr niederschwelliges Angebot, was den Leuten dann auch helfen kann. Also das heißt, in Aplerbeck gibt es dann in dem Fall sozusagen Themenschwerpunkte? Genau, also die Frau Schwen hat sich jetzt mit einigen Netzwerkpartnern zusammengesetzt und haben dann einmal durchterminiert. Der Seniorenbeirat hat zum Beispiel einen Termin, aber auch der ehrenamtliche Besuchsdienst, die sind zum Beispiel auch mit dabei. Und dann wird das vorher über die Presse oder über die Fahrnachrichten oder einfach im Gespräch wird das dann bekannt gegeben, dass dann interessierte Leute dann wissen, jetzt im August ist dann der ehrenamtliche Besuchsdienst da, das interessiert mich, da gehe ich mal hin. Und so werden dann spezielle Thementage oder Plauderthemen dann festgelegt und so dann eben Leute erreicht. Das heißt dann aber auch, neben den Thementagen gibt es dann quasi aber auch so, ich sag mal, offene Gesprächsangebote, wo vorher nichts festgelegt ist, oder? Ja, das natürlich auch. Also ich habe es früher häufiger gemacht, mich einfach mit 2 Bänken, wir haben auch kleine Tische dazu, auch in der gleichen Farbe, sich einfach auf den Marktplatz setzen und dann so einfach schauen, ob jemand vorbeikommt, ob jemand neugierig wird. Aber auch an Markttagen sich einfach mal hinsetzen und ausruhen. Wenn man schwer bepackt mit seinen Taschen ist, einfach mal eine kurze Pause gönnen. Auch das ist dann immer eine gute Möglichkeit, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Wir nutzen die Plauderbänke auch, wenn wir Seniorenspaziergänge anbieten. Das machen wir tatsächlich oft in Kooperation, ne? Stadtbezirk Hochkade und Mengede. Also uns verbindet der Ramer Wald und da machen wir gerne ein Spazierangebot in den Ramer Wald. Und die Pause planen wir tatsächlich mit so einem Plauderbank-Picknick. Dann haben wir so in der Mitte einige Plauderbänke aufgebaut und dann gibt's ein kleines Picknick, ein Kaffee zum Durchschnaufen und dann geht's auf den Rückweg. Das ist auch eine schöne Gelegenheit, die Plauderbänke zu nutzen. Das heißt, dann nimmt man die Bänke mit? Dann nehmen wir die mit, genau. Wir kreieren dann einen Pausenpunkt, einen Treffpunkt im Wald. Ist das dann, wenn man sich da jetzt mit jemandem auf der Bank trifft, zum Beispiel auch mit Leuten, die man vielleicht vorher noch nie gesehen hat, was erwartet einen dann da? Ist das eher Smalltalk oder kommt man da auch tiefer ins Plaudern? Da passieren ganz erstaunliche Dinge. Also das ist ganz oft einfach das freundliche Plaudern übers Wetter. Aber ich bin erstaunt, wie schnell man wirklich so von seinem eigenen Befinden berichtet oder irgendein Erlebnis, das man gerade hatte, und dann vertieft sich das Gespräch schneller als gedacht. Gibt es ganz schöne Erlebnisse. Genau, gerade in der Corona-Zeit war es ja einfach so, dass die Menschen ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis hatten oder einen Redebedarf hatten und
Bei mir in Huckade hatten wir die allererste Plauderbank, die stand auf einem Friedhof. Und da waren wir dann zu den Adventssonntagen, waren wir immer auf diesem Friedhof mit einer Feuerschale, haben einen kleinen Begegnungsort da geschaffen. Und da war es dann auch so, dass man mal übers Wetter gesprochen hat, aber auch dann wirklich sehr schnell, sehr tief in die Themen reingekommen ist. Und gerade der Ort Friedhof bringt natürlich auch viel, viel mit sich, was viel mit Leuten macht. Und schon viele Leute, die einen Friedhof besuchen mit Einsamkeitstendenzen, die dann auch wirklich so ein Plauderangebot dann auch wirklich sehr, sehr gerne wahrnehmen. Und dann gab es teilweise Gespräche über eine halbe Stunde über den Angehörigen, der verloren wurde, oder einfach nur, ja, das Wetter oder die Einkäufe vom letzten Wochenende. Also da gibt's ganz, ganz viele unterschiedliche Themen, in die man dann da reinkommt. Ich nutze die Plauderbank auch gerne als Einstieg, um überhaupt in Kontakt zu kommen, und kann dann ganz schön auch bestehende Begegnungsformate, Termine bekannt machen, die jetzt nicht nur Begegnung vor Ort unterstützt mit verschiedenen Kooperationspartnern, sondern überhaupt, was man hört dann ja, da ist jemand mit einem Bedürfnis, und dann fallen uns eigentlich immer schöne Orte oder Termine ein, wo man die Leute mal hin empfehlen kann. Also für mich ist die Plauderbank ganz hilfreich, auch um Bedarfe abzufragen. Was sind eigentlich die Wünsche und Bedarfe? Und dann kann ich meistens schon einen Tipp geben oder ich entwickle einfach ein neues Begegnungsformat daraus. Also das heißt, man kann da erfahren, was die Leute brauchen, und kann aber gleichzeitig auch schon ja Hilfe geben, dass sie ein Stück weiterkommen. Kann man das so sagen? Ja, Tipps. Also in die Tiefe beraten kann man nicht auf einer Plauderbank, aber wir können natürlich weiterleiten zu Beratungsstellen. Ne? Wenn da was auffällt, dass da jemand weitergehenden Bedarf hat, können wir da auch weiterleiten. Ja. Das ist eben auch ein Schwerpunkt von Begegnung vor Ort. Also die Netzwerkarbeit im eigenen Stadtbezirk, viele Anlaufstellen kennen, viele Netzwerkpartner kennen, dass wenn man jemand hat, der ein Bedürfnis oder einen Bedarf hat, dass man sagen kann, bei dem und dem Problem wenden Sie sich doch an das Seniorenbüro, oder wenn jemand sagt, ich möchte mal gerne wieder tanzen gehen, dann weiß man, gehen Sie in das Begegnungszentrum der AWO zum Beispiel, da gibt es einen Tanztee, dass man da dann auch direkt vermitteln kann. Also es ist nicht die unmittelbare erste Hilfe, sondern eher das Vermitteln, was wir dann damit auch anstoßen können. Eine Sache, die gerade ja auch schon mit anklang, das ist das Thema Einsamkeit. Ich meine, klar, Corona, das war nochmal ja eine ganz verschärfte Form in den letzten Jahren. Aber auch abgesehen von Corona, wir haben doch in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, kann man glaube ich schon fast sagen, ja eine Tendenz in die Richtung, dass viele Menschen immer einsamer werden. Schafft die Plauderbank da auch Abhilfe? Ja, in gewisser Weise schon, weil es einfach so niederschwellig ist. Es ist wirklich, ich muss mich nicht verabreden, ich muss mich nicht irgendwo hineintrauen, irgendwo reingehen, sondern ich muss mich nur einfach mal kurz hinsetzen und dann habe ich schon die Chance, ins Gespräch zu kommen. Viele Menschen haben ja quasi auch niemanden mehr, mit dem sie noch reden können. Für die ist ja dann so eine Plauderbank auch eine wunderbare Gelegenheit, um, ja, so traurig das jetzt klingt, um überhaupt noch mal ins Gespräch zu kommen, ne? Ist natürlich generell schwierig, auch Leute, die alleine zu Hause sind, zu erreichen. Aber irgendwann gehen sie vor die Tür, gehen mal spazieren oder gehen einkaufen. Und wenn sie dann eine Plauderbank sehen oder diese Möglichkeit sehen, ich kann jetzt hier ganz einfach mal ein bisschen plaudern oder mit anderen Leuten in Kontakt kommen, dann kann man das so schon ganz gut erreichen und so dann eben auch, wie schon gesagt, Bedarfe abfragen oder erkennen, da ist eine Person, die hat Probleme oder Bedürfnisse, dass man da dann direkt auch, wie vorhin schon gesagt, weiterhelfen kann. Aber auch ohne uns als Gesprächspartner auf der Plauderbank, an der man vorbeikommt, ist diese Plauderbank, dieser Schriftzug, immer ein ganz leichter Gesprächseröffner. Das ist ein Hingucker und durch diesen Schriftzug kommt man quasi automatisch ins Gespräch. Allein, dass man sich darüber wundert, ach, eine Plauderbank, aha, was macht man denn hier? Ah ja, plaudern, und zack, dann plaudern die Leute schon, ohne dass sie es gemerkt haben.
Jetzt hat man ja wahrscheinlich in den letzten Jahren oder in den letzten 2-3 Jahren, seitdem man das macht, auch schon so ein paar besondere Geschichten vielleicht erlebt. Fällt Ihnen da spontan was ein? Also erlebt oder gehört? Also man hat wirklich bisher sehr viel erlebt, aber eine Geschichte, die bei mir hängen geblieben ist, das war wirklich unser erster Friedhofsbesuch, den wir da hatten. Wir waren zu zweit, haben neben einer ersten Plauderbank noch eine zweite positioniert, haben eine Feuerschale aufgestellt, ein Feuer gemacht und haben dann auf Leute gewartet, die man eventuell dann da als Gesprächspartner dann irgendwie findet. Und es hat keine 20 Minuten gedauert. Dann kamen 3 Polizisten auf uns zu und sagten, wir wurden hier angerufen, hier wird Feuer auf dem Friedhof gemacht. Und also man könnte wirklich jetzt gehässig sein und sagen, die Nachbarschaft war sehr misstrauisch, aber ich würde sagen, eher in Huckade, da passt man noch auf sich auf, glaube ich. Und da war es dann so, wir mussten uns ausweisen. Es war Sonntag, der Pfarrer war nicht zu erreichen, der uns da für die Veranstaltung das Go gegeben hat. Und dann war es, ja, wir glauben ihn mal. Und dann durften wir dann da noch für 2 Stunden auf diesem Friedhof bleiben. Und tatsächlich hat sich dann 2 Wochen später eine Dame dann bei uns gemeldet. Die kam dann auch dann am Sonntag vorbei und hat uns Kekse vorbeigebracht und hat gesagt, so, Entschuldigung, ich war das. Ich wusste ja nicht, was Sie hier machen. 2 Männer mit einer Feuerschale. Hat sich dafür dann sehr, sehr, sehr nett entschuldigt. Und ja, das war auf jeden Fall eine Geschichte, die bei mir hängen geblieben ist. Sehr schön. Kann man die Plauderbank quasi als soziales Medium im besten Sinne bezeichnen, wenn man so will? Jede Bank ist ein soziales Medium. Und die Plauderbank natürlich insbesondere, weil sie so einladend ist durch den Schriftzug. Die Plauderbank, die hat in vielen Stadtbezirken Türen geöffnet, Ideen ans Tageslicht befördert. Da kann ich nur meine Kollegin aus Hombruch nennen, die sagt, die Plauderbank, die ist die Keimzelle all ihrer Formate, die sie dort zur Begegnung entwickelt hat. Die steht vor dem Begegnungszentrum der AWO und auch in Corona-Zeiten, als das Begegnungszentrum geschlossen war, man nicht rein konnte, hat sie da vor der Tür geplaudert und ist mit den Menschen ins Gespräch gekommen und konnte auch fragen, wie geht's denn, was sind denn eigentlich so Ideen, wenn wir wieder dürfen, was sollten wir denn dann mal machen? Und da sind so viele Ideen entstanden und sie sagt wirklich, das ist der absolute Mittelpunkt bei ihr, die Plauderbänke vor der Tür, da ist schon so viel entstanden. Ja, das klingt gut. Also das heißt, man trifft auf der Plauderbank auch Menschen, mit denen man sonst nie ins Gespräch gekommen wäre. Das ist richtig. Da ist viel Zufall bei. Manche nennen es vielleicht auch Fügung oder vielleicht sind es die Antennen, die da ausgefahren werden. Ein bisschen offen muss man natürlich sein. Man muss Lust haben, ins Gespräch zu kommen. Wer seine Ruhe haben möchte, setzt sich wahrscheinlich nicht auf eine Plauderbank. Alles klar, also das heißt, dieses Format wird es wohl noch eine ganze Weile geben. Also das wird es definitiv. Das ist für uns, ist es einfach unglaublich gutes Medium und mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Von den Kolleginnen und Kollegen haben wir schon gehört, als wir uns ein bisschen hier darauf vorbereitet haben, dass für diesen Sommer viele, viele Termine geplant sind, dass man wieder mit der Plauderbank unterm Arm wieder in die Stadtzentren gehen möchte, dass man das wieder jetzt als Anlass nimmt, um wieder ein bisschen die Plauderbank publik zu machen. Dadurch, dass es so ein Eyecatcher ist, ist es auch immer total einfach, da dann die verrücktesten und schönsten Gespräche zu führen, die man dann bei dieser Arbeit erleben kann. Und ich denke, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass die uns jetzt von Anfang an seit 2020 noch einige Jahre weiter begleiten wird. Ja, ich möchte vielleicht noch erwähnen, dass ich immer noch daran arbeite oder immer wieder daran arbeite, auch feste Plauderbänke im Stadtbezirk aufzustellen. Ne? Ob es jetzt in einer Großwohnsiedlung ist oder vor einer Beratungsstelle, da wo viele Menschen unterwegs sind. Ich versuche immer wieder, Orte zu finden und Partner anzusprechen. Ne, bei allen Vorbehalten, die es festen Bänken gegenüber gibt, bin ich da ganz optimistisch, dass es nach und nach immer mehr feste Plauderbänke auch in unserem Stadtbild geben wird.
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal an Silke Freudenau und an Benedikt Gillig. In den Dortmunder Stadtteilen gibt es noch viele weitere Kolleginnen der verschiedenen Wohlfahrtsverbände, die im Rahmen des Projekts Begegnung vor Ort mitarbeiten. Bei ihnen kann man auch die Plauderbänke ausleihen oder weitere Informationen dazu bekommen. Eine Übersicht mit Ansprechpartnern gibt es dazu in den Shownotes und auf unserer Homepage. Begegnung vor Ort ist ein Projekt, das von allen großen Wohlfahrtsverbänden in Dortmund getragen wird. AWO, Caritas, Diakonie, die Jüdische Kultusgemeinde, der Paritätische ist auch mit dabei, sowie das Rote Kreuz. Zu diesem Projekt gibt es noch viel, viel mehr zu erzählen. Deshalb machen wir das mal in einer separaten Folge. Bis bald, wir hören uns.